In Sandhausen herrscht Aufruhr. Es geht um den Rückbau einer Art Umgehungsstraßen im Norden der Gemeinde. Sie soll renaturiert werden als Ersatz für den Bau der neuen B535. Viele Bürger der Stadt befürchten nun nach einer Studie Verkehrsbelastungen und fühlen sich bestraft. Und daraufhin hat die Gemeinde nach einem Ersatzausgleichskonzept gesucht und auch gefunden. Aber auch das hat Verkehrsbelastung zur Folge. Der Buhmann bei alledem ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, das es umsetzen muss. So oder so. Am Ende drängten sich die Bürger um Unterschriftenlisten. Sie unterstützten damit eine Petition an den baden-württembergischen Landtag mit dem Ziel, dass der Planfeststellungsbeschluss gekippt wird. Der Petitionist ist ein Bürger aus Sandhausen, Fachlehrer und Laienpriester. An diesem Abend so etwas wie ein neuer Heilsbringer. Die Petition setzt die Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen erst einmal aus, ganz im Sinne von Bürgermeister Georg Kletti, denn er hält nichts von den Ausgleichsmaßnahmen. Wir haben derzeit zwischen zwei Übeln zu entscheiden, Rückbau der L600 mit Verkehrsverlagerung im Norden unserer Gemeinde oder Rückbau der Straße am Forst mit Verkehrsverlagerung im Süden. Und es ist wahrlich eine schwierige Entscheidung. Wir befinden uns momentan in der Zwickmühle. Die L600 ist eine alte West-Ost-Verbindung im Süden von Heidelberg. Als Ausgleich für die ökologischen Eingriffe mit dem Bau der neuen B535 soll sie bei Sandhausen dicht gemacht werden. Alternativ ist jetzt auf Verlangen von Sandhausen ein neues Paket geschnürt. Es sieht unter anderem die Sperrung einer innerörtlichen Straße im Süden der Gemeinde vor. Doch auch dadurch befürchten die Bürger nur neue Verkehrsbelastungen im Ort. Ob kleineres Übel oder nicht, man muss doch keine Übel erschaffen. Das Verkehrsaufkommen muss irgendwo abgeleitet werden, ob es auch in die Richtung ist oder in die Richtung. Wir brauchen eigentlich beide Straßen. Für mich sind die beide nicht optimal. Es ist aber schwer, da eine mögliche Alternative zu finden, das ist mir schon klar. Bürgermeister Kletti hat die Versammlung fest im Griff. Er ist seit 5 Jahren Ortsvorsteher und hat in dieser Zeit den Widerstand gegen Ausgleichsmaßnahmen zur vordringlichsten Aufgabe der Gemeinde gemacht, mit Unterstützung des Gemeinderates. Der Protest im Saal ist vielfältig, nur einzelne Stimmen unterstützen den Rückbau der L600. Eine Frau ruft zur Gründung einer Bürgerinitiative auf und will nach Karlsruhe zum Regierungspräsidium ziehen, denn dort sieht man sich an den alten Beschluss gebunden. Vom Grundsatz her müssen wir dabei bleiben, das ist eine rechtliche Verpflichtung. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Gemeinde Sandhausen hat ja nun Interesse, diese Straße offen zu halten und hat auch ein Konzept einer anderen Maßnahme und eigentlich sind wir zuversichtlich, dass auch dieses Konzept Zustimmung findet. Und ich bin mir sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Art und Weise ihren Unmut nach außen weitertragen werden. Ob das jetzt in Form einer Demonstration oder eventuell auch in Form eines Petitionsantrages im Landtag von Baden-Württemberg stattfinden wird, das wird die Zukunft zeigen. Was in Stuttgart die Verlegung des Bahnhofs ist, scheint in Sandhausen der Rückbau der L600 zu werden. Und jetzt ist auch ein Wortführer gefunden. Wie es weitergeht, das steht in den Sternen.